ob das Zufall ist. Also ich meine, ob er hier im Gespräch war, meinen Sie jetzt, oder wie Zufall? In den vergangenen Jahren gab es ja immer wieder. Ja, ich glaube, Olli Minzlaff hat ja lange gezögert, bis er den Namen raushauen konnte. Weiß ich nicht, ich glaube, zu Leipzig wollte ich nicht viel sagen. Max Eberl ist ein cooler Typ, Leipzig ein guter Club, werden sicher gut zusammenpassen. Ja, viel Erfolg zu Brazzo, da freue ich mich sehr drüber. Aus persönlicher Sicht, weil ich gut mit ihm zusammenarbeite, aus Clubsicht auch. Er hat auch in schwierigen Transferphasen, finde ich, gute Arbeit gemacht, auch wenn er schlecht bewertet wurde, aber es war jetzt nicht immer ganz so leicht. Das habe ich schon oft versucht zu erklären, dass man als Sportvorstand jetzt auch nicht alles alleine entscheidet, sondern da eben ein Aufsichtsrat, wie auch bei seiner Vertragsverlängerung, zustimmen muss, so ist es bei Transfers auch. Du kannst nicht immer nur auf dem Markt rummarschieren und die Spieler einsammeln, wie du möchtest, sondern da gibt es dann einfach einen Aufsichtsrat dahinter, der dann mitentscheidet oder entscheiden kann, ob es gemacht oder nicht gemacht wird. Von dem her sind die auch ein bisschen die Hände gebunden. Brazzo hat aber einen sehr guten Draht zu allen im Verein, auch zu allen im Aufsichtsrat. Und das hilft natürlich in sehr vielen Situationen. Ja, die Transferperiode, finde ich, haben wir alle einen guten Job gemacht mit viel Fleiß, vielen Reisen, um einfach die Spieler auch zu treffen. Es ist ja nie der Brazzo alleine, es ist auch nie der Trainer alleine, sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus allen beteiligten Personen. Ich verstehe mich auch privat gut mit ihm. Wir haben eben auch mal Momente, wo es jetzt nicht immer nur um Fußball geht, sondern auch andere Themen besprochen werden oder auch mal Quatsch gemacht wird, was wichtig ist für ein Arbeitsklima. Von dem her freue ich mich sehr, dass ich mich an niemanden Neuen gewöhnen muss. Brazzo war ja auch eine Triebfeder derer, die mich geholt haben. Das ist auch nicht so schlecht, wenn die dann den Vertrag verlängern. Aus ganz persönlicher Sicht und egoistischer Sicht, von dem her bin ich sehr glücklich darüber, dass der Aufsichtsrat so entschieden hat. Und gehe schwer davon aus, dass wir auch die nächsten Jahre, sofern er mich nicht rauswirft, gut zusammenarbeiten.